It's caught in the crossfire. Moin Leute, hier zurück bei Destiny, jetzt mit dem Sur-Tag. Was will der? Oh, egal, wir gehen direkt zu Sur, er ist im Nordturm hinten am Geländer. Wir schauen mal nach, was er dabei hat. Gestern kam noch der Patch raus, wurden ein paar Sachen behoben, aber wahrscheinlich haben sie wieder ein paar andere Bugs mit reingebracht, wie immer. Aber noch nichts Tolles gehört, dass irgendwelche tollen Bugs aufgetreten sind, sondern eher, dass es verbessert wurde. Einige Sachen, aber das ist was anderes. Hier ist der Sur-Tag. So, da steht er. Gehen wir direkt rein, schauen, was er dabei hat. Okay, so, da haben wir hier einmal erst oben die exotische Ausrüstung, haben wir hier Vermengungsangramm, kostet 31 seltsame Münzen, mache ich nie, bringt nichts, lieber 3 Münzen mitnehmen und dann auf einen guten Drop beim Engramm-Farm hoffen sozusagen. Dann haben wir hier noch den Helm, eine unüberwindbare Schädelfeste, so war das, Helm für den Titan, Gehirnkammer, Sigma, Actium, 11, Kranial, Schlachtschiff, unbesiegbarer Typ. Wenn ich jetzt das richtig gelesen habe, ist schon mal gut, ich glaube ja nicht, aber macht ja nichts. So, da haben wir immer hier den Super-Perk sozusagen. Verbesserte Transfusion, Sturm, Faustkills stellen sofort Gesundheit wieder her. Du steigst auch mit voller Nahkampfenergie wieder ein und erhältst einen zweiten Nahkampfangriff. Ja, da haben wir noch Intellekt und Stärke wird erhöht. Dann haben wir noch praktisch veranlagt, keine Dunkelheit mit Nahkampfkills zu beseitigen, gewährt Bonus-Superenergie. Dann haben wir hier noch Sinneswandel, keine Dunkelheit mit Spezialwaffenkills zu beseitigen, gewährt Bonus-Superenergie. Dann haben wir hier noch Kräftigung. Wenn du Sphären aufhebst, erhältst du Bonus-Nahkampfenergie. Leider keine Vorschau da, tut mir leid, geht leider gerade nicht. Ich bin auch gerade ein bisschen gestört draußen im Garten, da ruft irgendjemand. Na egal, ist ein anderes Thema. So, hier für den Jäger, Panzerhandschuhe, Shinobis, Gelöbnis, gut für PvP. Keine Vorräte, kaputte Rüstung, doch die Flüchtlinge hatten Hilfe gebeten und sie hatte es versprochen. Legende der 6 Kojoten. Sogar mal mit Vorschau. Da haben wir hier nämlich das, was der Tricky Perk ist, sozusagen neue Tricks. Verbessert die Sprunggranate und du hältst zusätzliche Sprunggranatenaufladung. Da haben wir hier Intellekt und Disziplin, die das, oder was erhöht wird. So, Fastball erhöht die Granatenwurfweite. Dann hier Bewegungsübertragung. Bei Granatentreffer hältst du Bonus-Nahkampfenergie. Dann haben wir hier noch Automatikgewehr-Nachlader erhöht das Nachladetempo von Automatikgewehren. Dann haben wir hier MG-Nachlader erhöht das Nachladetempo von Maschinengewehren. So sieht das Ding aus. Finde ich eigentlich ganz schick. Raumfahrer-Style. Passt schon. So, dann haben wir hier noch für den Warlock Handschellen des Nichts. Die Balance der Gleichung ist daher, du bist herabgesetzt und ich bin erhoben, du bist zerbrochen und ich bin erstarkt. So. Es steht aber ein komischer Kram oben, ey. Ich hätte sie was anderes einfallen lassen können. Naja, Streuladung. Aktiviert Ortung für Streugranaten, lädt eine extra Streugranate auf. Dann haben wir hier Intellekt und Disziplin, was erhöht wird. Dann haben wir hier Energieprojektion, erhöht die Granatenwurfweite. Dann haben wir hier Einschlaginduktion, Bonus-Granatenenergie bei Nahkampftreffern. Dann Automatikgewehr-Nachlader, erhöht das Nachladetempo von Automatikgewehren. Und dann haben wir hier noch Fusionsgewehr-Nachlader, erhöht das Nachladetempo von Fusionsgewehren. Ohne Vorschau leider, kann ich leider nicht zeigen, tut mir leid. Zudem ist noch gesagt, alles Jahr 3, ne? Also was fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Die Perks sind meistens besser als das, was früher war, dementsprechend auch mitnehmen. So, als Waffe haben wir diesmal Sorus Regime, Automatikgewehr, Nostalgie als Kriegswaffe, Stil als Zeichen des Sieges. Okay, dann haben wir hier natürlich nur Kinetikschaden, dann haben wir hier die einzelnen Fokussachen, hier Feldschauk, dann haben wir hier Linearkompensator und dann haben wir noch Drifthilfe, dann haben wir hier Hochdrehen, je länger diese Waffe abgefeuert wird, desto höher die Schussrate. Dann haben wir hier Feuerfokus. Beim Zoomen feuert diese Waffe langsamer, verursacht aber zusätzlichen Schaden. Dann haben wir hier Sorus Erbe, die untere Hälfte des Magazins verursacht Bonusschaden und kann bei Kills Gesundheit zurückgeben. Dann haben wir hier Hammergeschmiede, verbesserte Reichweite und Präzision. Und dann haben wir hier noch Leichtgewicht. Wenn gehalten, gibt es diese Waffe plus 2 Charakterqualität. Hier die Ornamente, einmal rotes Denkmal. So sieht das. Oh Mann, ich bin gerade hier irgendwie eingeladen. So sieht Sorus normal aus. Dann haben wir hier noch rotes Denkmal. So sieht es dann mit rotem Denkmalornament aus. Und so Basiliskenruhm. Hat natürlich was schön schwarz, ne? So sieht es dann aus mit dem anderen Ornament. Also kann man sich mal gönnen. So, dann haben wir hier Waffenpakete einmal. Drachenatem und Tigerhai. Kostet dann natürlich seltsame Münzen 30 und Silberstaub 25 das Paket hier. Also wie gesagt, exotische Waffe, Drachenatem und dazu das Tigerei-Ornament. Als zweites hier die Salo Supercell und Berührschutz gewährt die exotische Waffe Salo Supercell und das Berührungsschutz-Ornament. Kostet hier natürlich auch wieder seltsame Münzen 30 und Silberstaub 25. Kann man sich natürlich mal mitnehmen, ne? Aber ist nicht gerade billig. So, dann haben wir hier die Raritäten, Plasmaantrieb, dann haben wir hier
Smaragdspule, dann haben wir hier Schwimmmunition-Synthese nochmal, eine Seltsame-Münze kriegt man drei dafür und drei Seltsame-Münzen kriegt man zehn Synthesen dafür. Dann hier natürlich drei der Münzen, natürlich immer mal mitnehmen, ne? Wenn man ein Gramm farmen will, immer mitnehmen. Hier haben wir noch Glasnadeln, dann Materialtausch, einmal Lichtpartikel und dann hier unten noch exotisches Bruchstück. Ja, ich weiß gar nicht, kann ich eigentlich irgendwie die Ornamente zeigen? Ich glaube, ich habe die irgendwo rumfliegen. Aber es würde jetzt den Rahmen sprengen. Dementsprechend muss ich jetzt auch hier die Aufnahme beenden, weil ich werde ganz gestört hier draußen. Ich muss irgendwie runter. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zusehen und Zuhören. Lasst ein Like, Abo, Kommentar da, wenn es ein bisschen gefallen hat. Wie gesagt, ich wurde jetzt ganz gestört. Dementsprechend auch viele Versprecher. Aber es passt, glaube ich, doch einigermaßen. Bis dann. Tschüss. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's